Dann heiße ich hier herzlich im Namen von den Bits und Bäumen den Volker Krasmuck von der TU Berlin willkommen und gebe auch gleich weiter an eine Rede über die digitale Öffentlichkeit im europäischen, geteilte digitale europäische Öffentlichkeit. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, zum ersten Mal einen Vortrag halten zu können auf der Bits und Bäume. Ich freue mich über euer Interesse an meinem Vortrag. Ich muss gleich etwas korrigieren. Ich bin nicht von der TU Berlin, das ist der Veranstaltungsort auf der Folie. Ich bin gerade hier etwas irritiert über das Echo, was ich kriege. Kann man das noch ein bisschen runterdrehen? Ich bin Mediensoziologe und beschäftige mich gerade mit der Plattformisierung der europäischen Öffentlichkeit am Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Sehr viel besser, danke. Und spreche heute über die geteilte digitale europäische Öffentlichkeit. Beginne mit einer sehr kurzen Geschichte des Internet. Das geht los in den 1980er Jahren mit verteilten persönlichen Kommunikationsdiensten E-Mail und Internet Relay Chat, aber mit den Usenet Newsgroups auch schon mit der ersten Form der internetweiten globalen Öffentlichkeit. 1994 brachte uns Tim Berners-Lee das World Wide Web und damit entstanden Websites, unter anderem auch von Medienanbietern, aber vor allen Dingen auch Blogs. Die sind dann um die Jahrtausendwende ausgewachsen zur Blogosphäre, ein immer noch hochgradig dezentrales Netzwerk, aber eben auch hochgradig interconnected, untereinander verbunden durch RSS, Linkbacks und so weiter, mit Diensten, Suche, oder Analytics, Werbenetzwerken über die gesamte Blogosphäre. Das heißt, das war bereits mehr als die Summe der Teile. Die aktuelle Entwicklung zur Redezentralisierung des Internet geht in Richtung Fediverse, über das hier ja auch viel zu hören ist, also Mastodon, PeerTube etc., andere Dienste, die mithilfe von ActivityPub untereinander verbunden sind. Und dazwischen gibt es diese Abweichung. Seit den 2010ern drängen sich die globalen Megaplattformen in den Vordergrund. Das Besondere an Internet aus der Sicht der Massenmedien, mediengeschichtlich, das Novum ist, dass Nutzende hier nicht nur als Konsumenten, sondern aktiv an der Öffentlichkeit teilnehmen. Das ist 2006 vom Time Magazine abgefeiert worden, nur um dann 10 Jahre später zu sagen, ups, da ist was schiefgegangen. Was schiefgegangen ist, ist, glaube ich, hier allgemein bekannt. Der Begriff des Überwachungskapitalismus macht auch hier natürlich die Runde. Das zentrale Geschäftsmodell der Megaplattform ist Werbung. Dafür müssen nutzende Profile erstellt werden, möglichst hochauflösend, um sie dann mit den Zielprofilen von Werbetreibenden zu matchen. Das Design der Plattformen mit Content-Kuratierung, Gamifizierung durch das Anzeigen der Zahl der Likes und der Follower zielt auf Suchterzeugung, um die Werbeeffektivität zu maximieren. Frances Haugen, Datenanalystin von Facebook, ehemalige Datenanalystin von Facebook und Whistleblowerin hier bei ihrem Vortrag vom Europaparlament, hat uns gezeigt, dank ihrer Leaks, dass die Plattformen sehr wohl bewusst sind, welchen Schaden sie anrichten, aber genauso bewusst sich dafür entscheiden, ihren Profit über das individuelle und gesellschaftliche Wohlergehen zu stellen. Dann, was Monopole gerne machen, sie missbrauchen ihre marktbeherrschende Stellung,
Vor 14 Tagen hat der Europäische Gerichtshof, der General Court, die Entscheidung der Kommission bestätigt, die ein Bußgeld von mehr als 4 Milliarden Euro gegen Google verhängt hat, wegen des Missbrauchs seiner beherrschenden Stellung im Mobilmarkt. Wie sieht es aus mit Lösungen? Natürlich kann man regulieren, aber ganz wichtig hier natürlich in diesem Kontext Alternativen bauen. Die EU betrachtet die Plattformen als Sharing-Dienste, also Dienste, Plattformen, auf denen Nutzende etwas hochladen können, und hat im Jahr 2000 mit der E-Commerce-Richtlinie hier einen neuen Regulierungsansatz gestartet. Das fängt an mit der Haftungsbefreiung der Plattformen, dann gibt es Auflagen für eine vorhergehende Ex-ante-Auflage, was Transparenz betrifft, was die Bedingungen in den AGB betrifft. Das zielt auf Selbstregulierung der Plattformbetreibenden, auf freiwillige, vor allen Dingen auf technische Maßnahmen, die zu einer ganzen Infrastruktur geführt haben von Datenbanken über Kindesmissbrauch, Terrorpropaganda, Hassverbrechen, Hassrede, Desinformation, urheberrechtlich geschützte Werke und so weiter und so weiter. Jeweils plus Algorithmen, die es erlauben, die Einträge in den Datenbanken in freier Wildbahn wiederzufinden, und weiteren Algorithmen, die dann Entscheidungen treffen, wenn ein Treffer gefunden worden ist. Schließlich werden ex post bestimmte Dinge vorgeschrieben für das, was dennoch schief geht, also die Möglichkeit von Nutzenden, Beschwerden abzusetzen und eine externe Streitbeilegung. Das ist der Ansatz, den wir sowohl im audiovisuellen Bereich bei Video-Sharing-Plattformen in der AVMSD-Richtlinie sehen, aber genauso auch bei allgemeinen Sharing-Diensten, die in der Urheberrechtsrichtlinie reguliert worden sind. Die EU fördert aber auch, also es nicht nur negativ, sondern auch positiv werden hier Maßnahmen ergriffen für die Erstellung von Inhalten bei Creative Europe. Es werden Übersetzungen der Untertitel von Arte-Programmen in 4 verschiedenen Sprachen finanziert. Die Förderung von bestimmten Formaten, das die Euronews erstellt und ausgestrahlt hat, ist hier in Klammern, weil die ist gerade ausgelaufen, denn Euronews hat den Besitzer gewechselt von einem ägyptischen Medienmagnaten zu einem Besitzer in Ungarn. Es wird auch freie Software sehr aktiv gefördert, unter anderem mit der Open Source Software Strategie von 2020 bis 2023. Übrigens, wo hier Dinge unterstrichen sind, das sind Links. Also ich gehe davon aus, dass wir hinterher die Folien zur Verfügung stellen. Wer das genauer wissen möchte, kann sich hinterher die Folien ziehen und entsprechend dorthin klicken. Hier kommt eine Menge Links. Das ist also die neue aktuelle EU-Kommission unter von der Leyen, hat hier im Bereich Medien doch ziemlich umfassende Aktivitäten entwickelt. Wir wissen, die EU hat eigentlich keine Kompetenzen im Bereich Medien. Das ist den Mitgliedsländern vorbehalten. Und dennoch gibt es hier Ansätze, um zumindest auf infrastruktureller Ebene Dinge für Medien zu ermöglichen. Das sind Aktionen, die bereits laufen. Hier sind die Maßnahmen, die jetzt in Vorbereitung sind. Auch da werde ich jetzt nicht detailliert darauf eingehen, nur der Hinweis auf Chatkontrolle dazu. Gab es gerade und gibt eine Veranstaltung und hinterher auch noch einen Workshop. Warum ist mir das wichtig, darauf hinzuweisen? Weil es die technische Inhaltekontrolle, über die ich gesprochen hatte, auf ein neues Niveau hebt. Bislang wird auf den Servern gefiltert. Mit der geplanten Chatkontrolle geht die Filterung in die Endgeräte, in die mobilen Endgeräte der Nutzenden selber.
Unterdessen hat die Internet-Community eine Bewegung zur Redezentralisierung des Internet gestartet. Die Internet Society, ISOC, hat 2019 in ihrem Global Internet Report unter dem Titel Consolidation aufgezeigt, dass es eine Konsolidationsprozesse nicht nur auf der Ebene der Plattformen gibt, sondern über alle 7 Schichten des OSI-Stapels, angefangen von den Kabeln, also Zugangsinfrastruktur, Diensteinfrastruktur und natürlich die Internetanwendungen. Das heißt, wir haben hier einen sehr breiten Bedarf zu einer Dezentralisierung. Die Antwort auf das Problem der US- und zunehmend auch chinesischen Megaplattformen kann nicht sein, eine europäische Megaplattform, sondern wir müssen das Paradigma wechseln hin zu einer vernetzten Vielfalt. Innerhalb dieser Bewegung zur Redezentralisierung des Internet gibt es einen Teilbereich, der sich beschäftigt mit der verteilten digitalen Öffentlichkeit, also journalistisch-redaktionelle Angebote, die im Internet natürlich immer sozial sind und soziale Interaktionen erlauben und ermöglichen. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Initiativen in ganz Europa. Eine möchte ich hier besonders nennen. Ende 2020 hat die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ein Papier vorgelegt, European Public Sphere, Gestaltung der digitalen Souveränität Europas. Das entwirft, konzipiert sowohl eine Softwareinfrastruktur für verteilte Plattformen in Europa wie eine Governance-Infrastruktur und Finanzierung. Und viel der Überlegungen, die hier in den Vortrag und in die Aktivitäten von STEPS eingegangen sind, sind hier ganz ähnlich bereits zu finden. Dann ebenfalls ich hatte gesagt, eine Reihe Initiativen in ganz Europa. Hier sind 4 genannt auf der linken Seite. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden, die jeweils aus Vertretern von öffentlich-rechtlichen Medien, von öffentlichen Wissensinstitutionen, Europäer, also das europaweite Netzwerk der Kulturerbeeinrichtungen von Universitäten und zivilgesellschaftlichen Wissensinstitutionen, also Wikimedia, Community Medien, Open Educational Resources, Open Knowledge Foundation und so weiter. Also alle 4 Initiativen setzen sich in unterschiedlichen Graden aus diesen Bereichen zusammen. Und die haben sich Ende 2020 zusammengefunden, um eine europäische Dachorganisation zu gründen mit dem Namen Shared Digital European Public Sphere oder STEPS. Alexander Baracic hat dann ein Sammelband herausgegeben mit Beiträgen aus diesem Netzwerk, die unterschiedliche Aspekte der Aktivitäten beleuchten. Das Ganze muss beruhen natürlich auf einer Wertebasis, ganz klar Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, Transparenz, demokratische Kontrolle. Vielfalt in Einheit ist die europäische Identitätsformel. Und das muss auch gelten für die europäische Öffentlichkeit, die also eben nicht die eine europäische Megaplattform sein kann, sondern verteilt und interoperabel, so wie das auch in der Geschichte des Internet sich entfaltet hat. Freie Software, offene Standards, Datenminimierung sind wichtige Aspekte dabei. Und ich hatte gesagt, das Hauptproblem bei den Megaplattformen ist die Finanzierung über Werbung. Insofern hier auch die Anforderung, dass die Beteiligten gemeinnützig aktiv unterwegs sind. Und das heißt, für diese Bereiche, die hier in der Klammer genannt sind, ist das alles kein Problem, weil die sich nicht aus der Finanzierung von Nutzeraktivitäten oder Nutzerprofilen finanzieren müssen,
Und insofern passen die auch alle wunderbar zusammen und können Inhalte schaffen, die dann im Netzwerk frei zirkulieren können. Wären kommerzielle Partner dabei, dann hieße das, man müsste hier Paywalls einziehen und so weiter und so weiter. Also das scheint mir ein wichtiges Kriterium. Was auch wunderbar dazu passt, ist die Forderungsliste von Bits und Bäumen aus diesem Jahr und der wichtige Schwerpunkt, der hier gelegt wird, natürlich auf Nachhaltigkeit. Es gibt verschiedene Ansätze, einen speziell für Medien konzipierten Softwarestapel zu entwickeln. Columbia University hat da mal eine Liste zusammengestellt. Bei der EBU, also dem Dachverband der europäischen öffentlich-rechtlichen Anstalten, gibt es einen sehr aktiven Technologieentwicklungsarm, der sehr spannende Dinge entwickelt, beispielsweise zur Personalisierung und für Empfehlungssysteme, aber auch Eurovox, da geht es um verschiedene Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache, Transkription, Übersetzung und so weiter. Das Ganze wird nicht frei lizenziert. Ich habe gerade in Brüssel einen Vertreter von Eurovox getroffen. Die argumentieren, ja, wir würden ja gerne, aber wir müssen mit der Software leider Geld verdienen. Und ich habe mich instantan zurückversetzt gefühlt ins Ende der 1990er Jahre, als freie Software komplett kontraintuitiv war. Also Dinge wie, wir bieten Dienste an über unsere Software und die Firmen, die damit arbeiten möchten, kommen dann zu uns, weil wir haben sie entwickelt, wir kennen sie am besten und die werden uns dafür bezahlen. Oder Doppellizenzierung, das war damals noch nicht bekannt und viele haben so argumentiert, aber natürlich gibt es zahlreiche Gegenbelege von GNU Linux angefangen über Netscape und OpenOffice und so weiter und so weiter und so weiter. Aber man muss es halt leider immer wieder erklären und ich fürchte, im Falle der EBU wird es uns gelingen, die Techniker davon zu überzeugen, aber leider nicht die Entscheidungsträger in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Vielleicht gelingt auch das. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wir sind dran. Dann haben wir die Fediverse-Software, anschließend die Entwicklerwerkzeuge und ich möchte noch besonders hinweisen auf das niederländische Projekt Public Spaces, das initiiert worden ist von Geert-Jan Bogerts, der Technikchef von VPRO, eine öffentlich-rechtliche Anstalt in den Niederlanden. Und die haben zunächst mal ein Manifest mit der Wertebasis gestaltet, um dann Anforderungen an ihren Softwarestapel zu entwickeln. Und daraus ist die Development Bucket List entstanden, also für Dinge, die noch fehlen, die wir noch nicht in unserem freien Softwarebestand haben. Aber was die auch machen, ist eine Bestandsaufnahme der Software, die heute im Einsatz ist und eine Bereinigung, also eine Bewertung, wie gut lässt sich eine bestimmte Software bewerten anhand des Manifests, des Wertemanifests, um dann zu sagen, welche Elemente sind am wichtigsten, um sie zu ersetzen oder natürlich weiterzuentwickeln. Und das geschieht im laufenden Betrieb, also die machen das bei VPRO, aber ermutigen auch andere Projekte, etwas Ähnliches zu machen. Also es geht nicht nur in die Zukunft sozusagen, um etwas Neues zu gestalten, sondern auch die bestehenden Medienplattformen können in dieser Weise umgestaltet werden. Wir brauchen Werkzeuge für den gesamten Lebenszyklus von Inhalten, von der Produktion über die Bereitstellung bis schließlich zur Archivierung. Hier nur kurz so ein paar Beispiele, in welche Richtung das geht. Also natürlich bei der Recherche, hier Secure Drop beispielsweise für Whistleblower, die Medienplattformen über einen gesicherten Kanal Dokumente zukommen lassen möchten. Die Verarbeitung natürlicher Sprache ist ganz wichtig, das hatte ich bei der EBU bereits genannt.
Rechtemanagement ist auch hier wichtig. Wir brauchen, um zu wissen, womit wir es zu tun haben, ein tragfähiges Metadatenmodell, was auch idealerweise über das gesamte Netzwerk funktioniert. Wir müssen diese Metadaten verteilen. ActivityPub ist ein naheliegendes Protokoll dafür. Und so weiter und so weiter. Nutzermanagement, ebenfalls ganz wichtig. Moderationswerkzeuge gibt es in proprietär eine ganze Reihe. Hier gibt es noch Bedarf im freien Softwarebereich. Wie wird das Ganze verwaltet letztendlich? Hier ist wichtig zu verstehen, dass STEPS nicht die Endform dessen ist, was diese Infrastruktur dann tragen wird, sondern STEPS versteht sich als Bootstrapper, der den Boden bereitet für die dann dauerhafte Bereitstellung des Medienstapels für Medienplattformen in Europa. Jan-Henrik Passot, Techniksoziologe, hat überzeugend argumentiert, dass es nicht möglich ist, Werte, Demokratie beispielsweise, in Software zu hardcoden, und vielmehr müsse der Softwareentwicklungsprozess selber demokratisiert werden. Aral Balkan geht in die gleiche Richtung und sagt, wir müssen weggehen von dem Modell, in dem Entwickler sozusagen als Dienstleister für Nutzende etwas bauen, Usability und so weiter. Das sei ein koloniales Modell, es geht um Othering, und die Alternative sei, wir müssen diverse Teams, divers zusammengesetzte Teams auf die Reihe bekommen, die Software für sich selbst entwickeln. Zur Governance-Struktur, es braucht natürlich eine Rechtsform oder mehrere Rechtsformen, um als Schnittstellen zu dienen für die Welt der Verträge, Geldangelegenheiten, Markenrechte und so weiter. Wir haben es mit zwei konstituierenden Communities zu tun. Auf der einen Seite die Medienplattformen, die diese Software verwenden, und die Entwickelnden. Aber wir haben auch die Gesellschaft insgesamt, die ja von der Medieninfrastruktur, die hier entsteht, für ihre demokratischen Bedürfnisse etwas haben soll. Und dafür gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich die Rundfunkräte, die allerdings auf dem Stand der 1960er Jahre die Gesellschaft repräsentieren und hier für die Gesellschaft sprechen. Da gibt es Entwicklungen, Ansätze, unter anderem am Hans-Bredow-Institut, um das Modell weiterzuentwickeln hin zu Plattformräten. Das würde für die einzelnen Plattformen gelten, und für den Softwarestapel, um den es hier geht, würde das naheliegenderweise etwas sein wie ein Softwarerat. Diese Struktur hat dann thematische Arbeitsgruppen mit all dem, was anliegt. Es soll eine europäische, europaweite Infrastruktur sein. Insofern braucht es nationale Knotenpunkte in allen 27 Mitgliedstaaten und ein Verbindungsbüro zur EU. Das soll keine EU-Infrastruktur sein, aber es braucht eine Schnittstelle dazu. Denn worauf wir gerade hinarbeiten in Brüssel ist, wir wünschen uns einen Open Technology Fund von der EU. Wie gesagt, die unterstützen ohnehin schon die Entwicklung von freier Software. Hier geht es um freie Software speziell für die Bedürfnisse von Medienplattformen. Und schließlich eine netzwerkweite Vereinbarung, ein Covenant. Wir haben die Plattformräte, die dann insgesamt zusammenkommen, um netzwerkweite Regeln zu gestalten. Warum ist das nötig? Wir sind in einer nicht immer sehr freundlichen Umgebung. Das heißt, die Gefahr von feindlichen Übernahmen und Angriffen besteht. Wir müssen wehrhafte Strukturen dagegen schaffen. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Bei Mastodon gibt es den Mastodon-Code selber steht unter der AGPL.
der aber nicht verhindert, dass Bad Actors eigene Mastodon, also diesen Code verwenden, um eigene Mastodon-Instanzen aufzusetzen. Aber es gibt auch den Mastodon Server Covenant, der vorschreibt, dass diejenigen Knoten, Hubs, Instanzen im Netzwerk, die mit den anderen Knoten sich verbinden möchten, verhindern müssen, dass Rassismus, Sexismus und so weiter auf diesen Plattformen vorkommt. Zusätzlich haben alle Instanzen ihren eigenen Verhaltenskodex, nach dem Community-Mitglieder die Kommunikation moderiert und feindliche Nutzende, aber auch ganze Instanzen ausschließen können. Also eine Form der Defederation. Und genau das ist passiert, als 2019 die Alt-Right-Bewegung in den USA, Rechtsradikale, eine Mastodon-Instanz aufgesetzt haben mit dem Namen Gap, hat das etwa ein Jahr gedauert, bis die komplett isoliert waren. Und das Gleiche haben wir gesehen, nachdem Donald Trump aus allen sozialen Netzwerken rausgeflogen ist, hat er oder vielmehr seine Techniker ebenfalls eine Mastodon-Instanz aufgesetzt namens Truth Social. Und Eugene Rochko, der Entwickler von Mastodon, hat bereits erwartet, dass die das Föderierungsfeature abschalten werden, also letztendlich auch wieder isoliert sind und nicht die Möglichkeit haben, mit ihren Kommunikationen das gesamte Netzwerk zu verpesten. Auch Truth Social geht gerade den Bach runter, allerdings nicht, weil es isoliert ist, sondern aus finanziellen Gründen. Es geht um die Frage der Größe. Das ist, glaube ich, ziemlich deutlich. Wenn man 3 Milliarden Nutzende hat, kann man schon mal vergessen, genug Moderierende anzustellen, die des Burmesischen mächtig sind. Und dann dreht man sich um und stellt fest, ups, wir haben aus Versehen einen Völkermord angefacht. Bei den Fediverse-Instanzen gibt es im Durchschnitt etwa 800 Nutzende. Mastodon Social ist einer der größten mit 40.000 Nutzenden und die werden von 4 Moderierenden betreut. Ich möchte hinweisen auf diese beiden Links wiederum. Derek Kalin hat vor 2 Jahren eine Untersuchung des Fediverse und speziell des Mastodon-Netzwerks gestartet und hier sehr interessante Sachen festgestellt. Aral Balkan mit der Small Technology Foundation, da ist es bereits im Namen, also es geht um kleine Strukturen, die dann untereinander vernetzt werden. Zur Finanzierung sage ich jetzt nicht mehr so viel, nur der Hinweis auf den Open Tech Fund, von dem ich bereits gesprochen hatte, für den wir in Brüssel gerade aktiv sind. Und die Vorbilder dafür sind natürlich der Prototype Fund, aus dem jetzt gerade im Oktober wird die Prototypenphase starten. Der Sovereign Tech Fund entsteht, um Software zu skalieren und Infrastrukturen anzubieten. Jetzt habe ich viel über Bits gesprochen. Wie sieht es aus mit den Bäumen? Verteilung selber, Dezentralisierung ist nicht unbedingt nachhaltiger als große zentralisierte Infrastrukturen. Was, glaube ich, klar sein sollte, und das muss ich hier nicht weiter erläutern, dass eine Dezentralisierung durch Web 3.0, Blockchain, NFTs, Metaverse und so weiter keine gute Idee ist. Fediverse gibt es verschiedene Ansätze, zum einen natürlich Peer-to-Peer-Netze, die Infrastruktur der Beteiligten verwenden, um Streams zu verteilen und damit die Notwendigkeit für Serverfarmen entfallen lassen. Ein Projekt im Fediverse ist Librecast, die gehen zurück auf ein Konzept aus den 1980ern, hin zu Multicast, das liegt zwischen Broadcast, was es Gott sei Dank im Internet nicht gibt, also Punkt an alle,
und Unicast, das ist das, was wir üblicherweise kennen im Internet, also 50 Leute starten einen Stream von YouTube, was auch immer, und YouTube schickt dann 50 einzelne Paketströme zu den Empfangenden, und Multicast würde das tun bis zu dem Punkt, wo dann eine Verzweigung tatsächlich notwendig ist, und spart damit auch wieder Ressourcen und Energien und CO2. Das heißt, das Problem ist erkannt, die Ansätze sind da, die müssen weiterentwickelt werden, der Druck muss weiter da bleiben, deshalb ist eine Veranstaltung wie Bits und Bäume so wichtig. Wie sieht es aus? Wie viel Infrastruktur dieser Art gibt es bereits? Mit diesen Beispielen möchte ich enden. Das sind zwei Dienste, die vom Europäischen Datenschutzbeauftragten EDPS aufgesetzt worden sind, nämlich einmal die Mastodon-Instanz EU Voice und auf der rechten Seite die PeerTube-Instanz EU Video. Interessanterweise auch in Deutschland, die Datenschützer sind da sehr hinterher mit dem Fediverse. Auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat eine eigene Instanz aufgesetzt. Pardon. Aber auch in Medien, da gibt es, wie gesagt, so ein bisschen Berührungsängste und Zurückhaltung. Jan Böhmermann ist hier vorgeprescht und hat das ZDF vor sich hergetrieben, hat selber eine Instanz aufgesetzt, aber rechts sieht man auch, dass das ZDF-Heute-Journal zumindest mal den großen Zeh ins Wasser gestreckt hat und beginnt damit zu experimentieren. Neben den Usual Suspects, wie zu erwarten natürlich Chaos Computer Club und viele andere, die hier bereits aktiv sind. Wenn ihr jetzt sagt, das klingt alles sehr spannend und ich möchte mich engagieren, ich habe da Ideen oder habe Ressourcen, habe Kenntnisse, die ich einbringen kann, wie kann man mitmachen? Eine Empfehlung ist, sich die Dokumentation vom auf cccmedia.de anzusehen, dieser Veranstaltung vom European Cultural Backbone. Das kommt aus dem STEPS-Netzwerk, ein Hackathon und eine Konferenz im Mai in Linz hat das stattgefunden, wo verschiedene Aspekte zur verteilten Suche, Empfehlungssysteme, natürlich sprachliche Verarbeitung und so weiter vertieft diskutiert worden sind, aber auch politische Aspekte natürlich. Dann gibt es, wie gesagt, auf den Folien hinterher zum Klicken eine Matrix-Instanz, auf der ihr euch eintragen könnt, und eine Seite, auf der ihr euch mit Namen und Projekten oder mit allem, was ihr dem Netzwerk preisgeben möchtet, eintragen könnt. Auch das bitte nicht abtippen, das gibt es hinterher auf den Folien zum einfachen Klicken. Und damit habe ich jetzt, wenn ich es richtig sehe, noch etwa 5 Minuten für Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Ergänzungen. Dankeschön. So, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Uns ist leider ein Herald ausgegangen, deswegen mache ich das jetzt. Sollte es denn noch Fragen geben, zeigt einmal kurz auf, dann bekommt ihr ein Mikro zugeworfen, je nachdem. Okay, da vorne. Ja, dann müsst ihr durchgeben, sonst wird das hier ein bisschen eng. Es gab ja schon mehrmals groß angelegte Projekte der EU, zum Beispiel dieses Suchmaschinenprojekt, ich glaube Quero, was mit unfassbar viel Geld ausgestattet wurde. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass das nicht wieder scheitert? Quero war ein deutsch-französisches Projekt, aber in der Tat als europäische Alternative zu Google angelegt. Und das ist im politischen Raum immer eine schwierige Geschichte. Ich will jetzt gar nicht auf dieses Projekt speziell eingehen. Wir möchten das nicht als EU-Projekt starten, also unter der Verantwortung einer EU-Behörde oder der EU-Kommission,
sondern idealerweise bottom-up aus diesem Netzwerk, auch nicht von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, man hat meine Skepsis gehört, was die Institutionen betrifft. In den Institutionen gibt es aber natürlich technisch kompetente Leute, sehr interessierte, neugierige, aktive Leute, die solche Entwicklungen auch in ihren Häusern vorantreiben, die beginnen, sich untereinander zu vernetzen, dazu Zivilgesellschaft, dazu öffentliche Wissensinstitutionen wie Europeana, in STEPS ganz, eine ganz wichtige Instanz. Und aus einer solchen Zusammenführung von Aktivitäten, die ohnehin schon stattfinden, bin ich relativ zuversichtlich, dass das langsam, auch das braucht seine Zeit, aber nach und nach zusammenwächst und eine Masse und auch einen politischen Druck erzeugt, dass wir hier vorankommen und eine Umgebung schaffen können, die es neuen Projekten, aber auch bestehenden Medienprojekten erlaubt, dann hierhin zu migrieren. Also das ist auch nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass Leute alles stehen und liegen lassen, mit dem sie bislang gearbeitet haben, um dann etwas Neues zu machen, sondern es braucht auch hier natürlich eine Migrationspolitik. Das ist die Hoffnung. Klar, scheitern kann es immer, aber man braucht erstmal die Vision, um anzufangen. Dann haben wir jetzt noch Zeit für die letzte Frage. Hoffentlich eine gute, bestimmt eine gute. Ich wüsste gerne, wie ihr das noch ein bisschen mehr publik machen könnt und wollt, weil an mir ist das bisher komplett vorbeigegangen, dieses STEPS, was jetzt vielleicht nicht viel heißen will, aber an sich bin ich schon in den Themen drin und es interessiert mich auch schon sehr lange, deswegen bin ich jetzt ein bisschen erschrocken, dass ich so gar nichts davon mitgekriegt habe. Das ist ein Wunderpunkt, in der Tat. Also es hat, wie gesagt, einen ziemlichen Vorlauf gegeben. Das Arcatec-Projekt hatte ich genannt. Auch die BBC hat mal 2019 in dem jährlichen Bericht, den sie zur Verlängerung ihrer Lizenz vorlegen müssen, davon gesprochen, dass sie ihre Plattformfunktion stärken wollen. Also da hat es schon Impulse gegeben in diese Richtung, aber natürlich noch nicht die Gesamtvision, die ich hier versucht habe zu schildern. Werbung treiben, die Website, die Botschaft weitertragen, bitte auch alle hier im Raum oder im Stream, die das hören, gut finden und die Idee weitertragen können, bitte macht das. Und in der Tat, wir müssen auch in Europa weiter wachsen. Also die Initiativen Beyond Platforms zum Beispiel in Hamburg angesiedelt, ist noch relativ deutsch fokussiert. Also wir brauchen noch Mitglieder aus anderen europäischen Mitgliedsländern und ja, in der Tat eine große Outreach-Kampagne, um diese Idee in die Welt zu tragen. Also ich nehme das als Ansporn, dass wir hier noch mehr machen müssen. Vielen Dank dafür.